Sexualität und Begattung von allen Frauen, die man sich einbildet, durch die schauen dich jetzt mindestens 100.000 ähnliche Frauen an, also die kannst du auch haben, diese Art oder diese Art. Das hat mich auf einmal schlagartig nicht mehr interessiert, weil mir physikalisch bewusst wurde, du kannst sie nicht alle haben. Wenn du theoretisch die Möglichkeit gehabt hättest, sie alle zu haben, hättest du es dann... Todeslangweilig. Ich glaube, das geht, also da spreche ich mit zwei Personen, die das nachvollziehen können. Es gibt, wenn der Wiederholeffekt so groß ist, dass man zum x-ten Mal mit spitze Füß seine Schuhe aus irgendeinem kleinen Mädchenzimmer rausträgt und sich danach leer fühlt. Muss man ja auch mal sagen, wissen die Frauen nicht, aber Männer fühlen sich halt einmal nicht nur physikalisch, sondern auch physisch leer danach. Wenn man sich schämt dafür, dass man, wenn man das Gesicht nochmal anschaut, mit wem man da in der Nacht beieinander war, wenn man sich schämt, dass man dieses Leben lebt, dann, wenn der Wiederholungseffekt immer wieder da ist, dann hört man das durch so eine Erkenntnis zum Beispiel einfach auf. Und dann war dir die Grundlage entzogen, weiter Rockmusik zu machen, oder was? Nein, dann wurde mir klar, was Rock, dass, also dann ist ganz gefährlich. Dann könnte man den Schluss daraus ziehen, dass Rockmusik ja doch das ist, was der A&R-Manager meint, darunter zu verstehen. Aber Rockmusik für mich, als Musiker, als Schlagzeuger, ist zum Beispiel das Gefühl, nicht zu überbieten bis jetzt in großen Bereichen meines Lebens, wenn eine Band auf der Bühne, nicht jedes Mal, wenn die mal spielt, mit allem, was dazugehört, vielleicht sogar Licht, gescheiter Ton, ein paar gute Lieder, die einem selber gefallen, und wenn das Teil rennt wie ein Panzer, dass das ist ein Gefühl an sich, was ich zuerst einmal gemeint habe, ja, das ist es. Für mich ist es das. Du spielst, es fällt dir alles leicht, da sind keine Weiber, auf der Bühne sind nun mal keine Weiber, außer vielleicht im Chor hinten irgendwas, aber mit denen geht man ja nicht ins Bett. Also, ich finde, ja, das war eine Falle, auf die ist er voll reingefallen. Ja, never fuck your payroll, heißt the payroll, heißt es einmal. Aber das lernt man ja alles. Aber ich glaube, dieses Gefühl ist es, dann ist es so ein bisschen, manchmal bei Proben war das nett oder Soundchecks oder so, wo man sogar gesprochen hat mit dem Musiker, wo man dann einen Namen vom Bassisten erfahren hat und die Tatsache, dass er jetzt ein A&R-Manager wird und so weiter. Das sind Sachen, die eigentlich an sich schon wert waren, Musik zu machen, Rockmusik zu machen. Für mich. Hat er total recht. So, war bei uns genauso, aber es hat sich geändert. Also bei mir hat sich's geändert. Irgendwann ist bei mir ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo ich die Lautstärke nicht mehr ertragen habe. Ich habe keinen Bock gehabt, dass mir der Schlagzeuger schon wieder sein Becken ins Kreuz rammt. Ich wollte nicht, dass der Gitarrist sich auf 12 dreht und ich habe ihm vorher gesagt, er soll es nicht tun. Ich hatte keinen Bock mehr, mir die Lunge aus dem Hals zu schreien, Texte zu singen, die waren dann zwar auf Deutsch, aber sie hat eh keiner verstanden, weil einfach, du verstehst sowas nicht im Live-Konzert. Es war irgendwann, hat sich's irgendwie selbst überholt. Und was wir jetzt machen, hat insofern eine andere Qualität, als dass wir erstens sitzen können, wir teilen die Gage durch zwei. Wir haben nichts zu schleppen. Die Leute nicht das verstehen, was ich ihnen sage. Es sei denn, sie sind zu doof, kommt auch vor natürlich. Und eins war ganz wichtig, genau. Die Geschichte, du hast vorhin so schön gelacht, als wir gespielt haben. Das kennst du als Rockmusiker nicht. Also außer negativ, die Leute lachen dich aus oder so. Aber dass die Leute über einen Gag, den du dir ausgedacht hast, oder über eine Zeile oder so lachen, ist eine Art von einer Befriedigung, die kannte ich vorher nicht. Das ist geil. Stimmt. Ist richtig geil. Stimmt, gebe ich. Ja, du musst aber auch sagen, Rockmusik ist nun mal das Humorloseste, definitiv, und Pathetischste, ja, was es auf dieser Welt gibt, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist unglaublich scheiße. Also, nein, ist auch geil. Komm, was? Ein bisschen geil ist schon auch. Nee, aber du musst den Humor, da hast du richtig gesagt, aus technischen Gründen. Man ist ja heute schon so weit, ich habe jetzt gerade mir eine CD angeschaut, der besten Modern Drumming 98 bis 2006. Oh mein Gott. Abgesehen davon, dass man mal kurz wieder dieser Urreflex schlecht worden ist, weil wir gedacht haben. Wir müssen jetzt einen Link finden.
Okay, wir haben jetzt eindeutig entschieden. Er erzählt irgendwas nachher und er ist einfach nur geil. Jetzt haben wir Akash mit einem Song, den, wenn sie ihn selbst geschrieben hätten, dann wäre es eigentlich nur selbstverständlich, dass sie hier sind, aber dann wären sie nicht aus München.